Jetzt widmen wir uns einem Tier, das die Gärtner eher fürchten, nämlich der Blattlaus. Die kann sich ja bei guten Umweltbedingungen epidemieartig ausbreiten. 850 verschiedene Arten gibt es in Deutschland. Alle lieben den Pflanzensaft, manche verbreiten auch Krankheiten. Und sie haben im Garten allerdings auch einige Feinde. Und wir ahnen gar nicht, was da manchmal für ein Kampf tobt. Nichts ist schöner, als sich im Garten einem dicken Schmöker hinzugeben. Ganz viel Kampf und ein bisschen Liebe. Das alles findet gerade auch hinter uns statt. Auf den Rosen formieren sich die Blattlaustruppen. Ständig kommen neue Läuse zur Welt. Die Babys entstehen ungeschlechtlich. Sie sind alle Klone ihrer Mütter. So können die Blattläuse ihre Armee schnell aufbauen. Erst im Herbst, wenn mehr Zeit ist, widmen sie sich der Paarung. Sie alle saugen Pflanzensaft und spritzen das überflüssige Zuckerwasser einfach in die Gegend. Bienen beispielsweise sammeln diese Blattlauströpfchen, um daraus Waldhonig zu produzieren, den wir uns dann zum Süßen in den Tee rühren. Auch Ameisen lieben das Zuckerwasser. Sie streicheln die Blattläuse, bis diese einen Tropfen abgeben. Dafür beschützen sie aber auch die Kolonien und verteidigen sie gegen Feinde. Und davon gibt es viele. Winzige Wespen mischen sich heimlich unter die Läusetruppen. Mit ihrer Hinterleibsspitze tastet die Wespe nach einer Laus, um ein Ei in ihren Körper zu legen. Aus dem Ei wird eine Larve schlüpfen, die die Laus von innen aushöhlt. Ihr Ende, eine leere Hülle. Noch andere Feinde lauern am Rande der Kolonie. Ein Marienkäfer. Er kann ein wahres Gemetzel unter den Blattläusen anrichten. Mehrere tausend frisst ein Käfer im Laufe seines kurzen Lebens. Und auch seine Larve hat schon einen unglaublichen Appetit. Im Apfelbaum patrouilliert derweil eine Schwebfliege. Sie legt ihre Eier direkt neben eine Kolonie. Auch aus ihnen wird bald ein gefräßiger Räuber schlüpfen. Bis zu 100 Läuse saugt diese unscheinbare Larve pro Tag aus. Die Läuse ziehen sich zurück. Sie verstecken sich in eingerollten Blättern. Aber auch dort findet sie eine Raubwanze. Von außen sticht sie so lange durch das Blatt, bis sie auf einen Körper trifft und ihn aussaugt. Übrig bleibt nur der berühmte letzte Tropfen. Bei so viel Übermacht suchen die Läuse ihr Heil in der Flucht. Die Geflügelten machen sich auf, um neue Pflanzen zu suchen, damit sie die Truppen wieder aufbauen können. Dann beginnt der Kampf von Neuem. So haben sie Blattläuse bestimmt noch nicht gesehen.